Der in den letzten Jahren immer stärker werdende Auslandstierschutz hat mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 eine maßgebliche gesetzliche Änderung erfahren. Der Gesetzgeber hat § 11 Tierschutzgesetz neu gefasst und verlangt unter dieser Änderung von Tierschutzorganisationen und Privatpersonen eine neue Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 5 des Tierschutzgesetzes für die Verbringung und/oder Vermittlung von Tieren aus dem Ausland. Sehen Sie nun hierzu ein Interview mit unserem Experten Dr. Konstantin Leonderakis. Herr Dr. Leonderakis, wer braucht die neue Erlaubnis und was sind die Voraussetzungen? Die neue Erlaubnis nach § 11 Ziffer 5 ist mit der Novellierung des Tierschutzgesetzes 2013 in das Tierschutzgesetz eingefügt worden. Die neue Erlaubnis braucht, wer Auslandstierschutz betreibt, und zwar sowohl als Privatperson als auch als Tierschutzorganisation. Voraussetzung dafür ist, dass man Tiere entweder vermittelt innerhalb Deutschlands oder dass man diese aus dem Ausland verbringt nach Deutschland. In diesem Zusammenhang hat unsere Kanzlei zusammen in Kooperation mit Tasso e.V. zwei Seminare Anfang dieses Jahres durchgeführt, weil gegenwärtig auch noch relativ unklar ist, besonders auf Seiten der Behörden, was denn genau für Voraussetzungen verlangt werden. Und auch auf Seiten des Antragstellers bestand da große Unklarheit, sodass wir auch mit diesen Seminaren versucht haben, potenzielle Antragsteller bzw. Personen, die eine solche Erlaubnis benötigen, besser zu informieren. Erklären Sie uns doch kurz, welchem Zweck die Erlaubnis dient. Nach meiner Auffassung hat der Gesetzgeber hier in erster Linie sich an die tatsächliche Entwicklung in Auslandstierschutz angelehnt und erkannt, dass es in den vergangenen Jahren erstmal eine erhebliche Zunahme an der Verbringung von Tieren aus dem Ausland gegeben hat und weiter gibt, dass dabei auch kriminelle Tendenzen bestehen, nämlich zumeist dahingehend, dass Personen aus dem Ausland Tiere aus dem Ausland hierher verbringen, und zwar vornehmlich Hunde, Rassehunde, dann auch noch in der Regel als Welpen und hier, ich sage mal, vor Ort auf verschiedenste Art und Weise unter der Hand verkauft werden, zumeist zu einem geringeren Entgelt, als dies zum Beispiel bei einem Züchter der Fall wäre. Diese kriminelle Energie soll sicherlich eingedämmt werden. Gleichzeitig gab es aber auch erhebliche Probleme bei der Einordnung von Tierschutzorganisationen und Privatpersonen, die Auslandstierschutz betrieben haben. In der Vergangenheit wurde nach unserer Auffassung rechtswidrig, häufig von den Veterinärämtern, eine solche Arbeit als gewerblich eingestuft und die Tierschutzorganisationen oder auch Privatpersonen wurden teilweise sogar gezwungen, eine sogenannte gewerbliche Erlaubnis nach § 11 Nummer 3b alte Fassung zu erlangen bzw. zu beantragen. Und wenn ich eine Erlaubnis benötige, wo bekomme ich die dann? Eine Erlaubnis nach § 11 Ziffer 5 setzt einen Antrag voraus. Diesen Antrag muss ich beim zuständigen Veterinäramt stellen. Das ist genauso, wie es in der Vergangenheit und auch gegenwärtig bei den anderen Gestattungen nach § 11 der Fall ist, erforderlich. Notwendige Voraussetzungen, sofern man das gegenwärtig aus den alten bestehenden Gestattungsvoraussetzungen durch den Gesetzgeber normiert entnehmen kann, sind, dass ich als Person zuverlässig bin und gleichzeitig auch die erforderliche Sachkunde für meine Tätigkeit hier einen Schutz der Tiere im Ausland innehabe. Heißt das, dass auch Personen, die Tiere aus einem anderen Land nach Deutschland bringen, diese Erlaubnis brauchen? Ich denke da beispielsweise an die illegalen Welpenhändler, beispielsweise aus Osteuropa. Ja, nach meiner Auffassung dient diese neue Erlaubnis auch hier einer Unterscheidung zwischen seriösem Tierschutz und den kriminellen Energien, die wir auch schon benannt haben. Denn auch jemand, der aus dem Ausland kommt und hier in Deutschland Tiere vermittelt oder verbringt, würde eine solche Erlaubnis benötigen.
Es ist davon auszugehen, dass er eine solche Erlaubnis nicht beantragen wird, was für die Veterinärämter bedeuten würde, wenn sie eine solche Person mit einer solchen Tätigkeit feststellen würden, dass man zum Beispiel die Tiere ohne großen Aufwand beschlagnahmen und einziehen könnte, dass man vielleicht auch zur Sicherstellung von Kosten im Rahmen des § 16 Tierschutzgesetz, der den Veterinären einen relativ großen Ermessensspielraum bietet, zum Beispiel die Möglichkeit eröffnet, einen PKW, weil von solchen kriminellen Tierhändlern werden häufig die Tiere aus dem Auto heraus, es wird per Handy ein Date vereinbart und dann werden die Tiere aus dem Kofferraum rausverkauft, dass zum Beispiel auch das Auto sichergestellt wird und dann gegebenenfalls entstehende Kosten aus der Veräußerung dieses PKWs wiederzubekommen. Und zum Schluss die Frage, was bedeutet das für den illegalen Welpenhandel in der Praxis? Das kann man gegenwärtig natürlich nur prognostisch betrachten. Nach meiner Auffassung haben die Veterinärämter durch diese neue Erlaubnis nach Ziffer 5 ein wirksames Instrument erhalten, um seriösen Auslandstierschutz von illegalen Energien und Tendenzen zu unterscheiden. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn die Veterinärämter nunmehr dieses Instrument auch aufgreifen und dem kriminellen Welpenhandel damit zum Beispiel auch stärker entgegentreten, als dies in der Vergangenheit erfolgt ist. Herr Dr. Leon Larakis, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.